Ja, meine Damen und Herren, die Wormser Jugend hat gewählt. Ihr Jugendparlament, ihre politische Vertretung. Das Ergebnis ist vorliegend. Die Positionen innerhalb des Parlaments sind nun besetzt. Und ich freue mich nun sehr, dass das neue Vorsitzenden-Duo hier bei uns im Studio ist. Ich begrüße ganz herzlich Daniel und Niklas. Schön, dass ihr beide da seid. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Wie froh seid ihr denn, dass jetzt endlich die Ergebnisse vorliegen? Ich würde sagen, ich spreche da von beiden. Ich glaube, wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass das Ergebnis draußen liegt. Einfach, wir können jetzt mit der Arbeit richtig starten. Davor war es immer so ein Bangel, okay, wie sieht's aus mit dem Ergebnis, wie geht's weiter? Aber jetzt, dass das Ergebnis draußen ist, wir können jetzt starten, wir können jetzt Projekte umsetzen und ich glaube, da sind wir wirklich froh darüber, dass wir da jetzt langsam starten können, genau. Ja, man muss mal ein bisschen vielleicht erklären, es hat auch ein bisschen die Öffentlichkeit erreicht. Die Wahl des Vorsitzenden-Teams, euch beide, war ja ein bisschen spannend. Ne? Könnt ihr erklären, für alle, die es nicht mitbekommen, was ist da passiert? Ja, also ich würde sagen, fange ich gerade mal an. Also wir hatten am Freitag, die Woche vor unserer konstitutionellen Sitzung, eine Probewahl, auch so eine Art Kennenlernen, haben wir uns auch zum ersten Mal gesehen, uns mit dem Wahlmodul auch ein bisschen vertraut gemacht. Und genau, da haben wir ganz klassisch gewählt über diesem Wahlmodul, anonym natürlich. Und da haben sich für den weiblichen Vorsitzenden, denn ich, Eleanor Heile und Celine Bartel ausstellen lassen. Und das Ergebnis war an dem Freitag ganz klar. Eleanor Heile hat gewonnen, auch relativ mit einer deutlichen Mehrheit. Genau, aber es war wie gesagt eine Probewahl, es war nichts in Stein gemeißelt, es war einfach nur, um sich einfach mit dem Programm vertraut zu machen. Und am Dienstag dann in der konstitutionellen Sitzung, da war es dann so, okay, das Ergebnis war, hat sich 180 Grad gedreht. Dann hatte ich dann plötzlich die meisten Stimmen, Eleanor Heile hatte die nicht. Und dann hatten wir das Problem, ja, es war ein bisschen komisch, weil es hat sich wie gesagt 180 Grad gedreht und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es mit der Briefwahl, dann bestätigen wir das und schauen, wie es dann da. Wie war denn im ersten Moment die Stimmung, als dann das offizielle Ergebnis von der richtigen, ernsten Wahl dann rauskam? Wie war denn so die Stimmung in den Reihen? Also es war vor allen Dingen Verwirrung zu spüren im Jugendparlament. Was gilt nun? Was ist nun gewählt? Und wie kann es sein, dass sich so eine Wahlentscheidung ändert? Natürlich Wahlentscheidungen, dass sie sich grundsätzlich ändern, ist erstmal normal in der Demokratie. Aber dass es in so kurzer Zeit sich so stark ändert, ist erstmal ungewöhnlich. Und deswegen war so ein bisschen Verwirrung da, es war auch nicht klar, wie sieht jetzt die Struktur aus und wie gehen jetzt auch diejenigen damit um, die es vielleicht nicht geworden sind. Und dementsprechend war jetzt die Briefwahlbestätigung für uns alle nochmal wichtig. Jetzt ist Klarheit da und jetzt können wir anfangen mit der Arbeit. Genau, dann lasst uns doch sprechen auf eure Arbeit. Erstmal nochmal auf das Parlament, es seid ja nicht nur ihr zwei. Wer ist alles, könnt ihr einen kurzen Überblick geben, wer ist alles in das Jugendparlament in Worms gewählt worden? Genau, also wir haben auch schon auch an dem Tag der konstitutionellen Sitzung auch unseren Vorstand gewählt und da kam raus, dass zum Beispiel unsere Pressesprecherin Dorina Pinell ist, unsere Schriftführerin ist Laura Kraft, unser Kassenwart ist Lars Etzel und wir beide als die Vorsitzenden. Des Weiteren kamen aber auch zum Beispiel Hanna Immisberger, Taranwehr kamen rauchen rein. Also ich glaube, wir haben ein großes Spektrum auch an Teilnehmern, die da reinkamen. Ja, Entschuldigung, Daniel, es spricht zuerst. Was sich ja schon in den Kandidaten gezeigt hat, was sich natürlich jetzt bestätigt hat, ist, dass wir mehr Frauen im Jugendparlament haben. Also wir haben über 2/3 Frauen im Jugendparlament, was natürlich erstmal ganz klar zeigt, dass auch gerade sich auch Mädchen engagieren möchten in ihrer Stadt. Das kann man hier noch betonen. Und wir haben alle Altersklassen abgebildet. Wir haben die Laura, die noch sehr jung ist, die gerade 14 ist, also quasi gerade am Anfang ihrer Jugendparlamentskarriere steht. Und jetzt ich selbst, ich bin der Oldie im Jugendparlament. Ich bin bereits über 20, also bin jetzt, werde dieses Jahr 21 und ist dementsprechend natürlich auch meine letzte Legislatur. Dieses Jahr war ja die Wahl als Briefwahl. Wie sah es denn mit der Wahlbeteiligung aus? War das jetzt mehr als vorher, wo man direkt vor Ort in den Schulen gewählt hat? Oder war es doch weniger? Wie ist die Wahlbeteiligung? Die Wahlbeteiligung ist leider schlechter ausgefallen als bei der Urnenwahl. Wir haben nur eine Wahlbeteiligung von etwas mehr als 10%. Woran kann das liegen? Das hat vor allen Dingen den Grund, dass wir natürlich nicht auf uns aufmerksam machen können, wie wir es normalerweise tun können. Also wir können zwar über Social Media zur Wahl aufrufen, aber so klassisches, wir gehen in die Schulen und sprechen Jugendliche an oder in der Stadt oder in der Fußgängerzone oder in unserem privaten Umfeld, auch all das ging nicht. Und das ist natürlich für uns persönlich erstmal auch eine Herausforderung gewesen. Und es ist auch generell so, dass wenn man in andere
Jugendbeteiligungsformate guckt, zum Beispiel an den Jugendrat in Koblenz, der musste auch per Briefwahl gewählt werden und der hatte eine ähnliche Wahlbeteiligung. Das ist leider kein Problem, was uns speziell betrifft, sondern was Jugendvertretung im Allgemeinen auch in ganz Rheinland-Pfalz betrifft. Das letzte Jugendparlament wurde ja sehr hoch gelobt von den politischen Paten aus den Parteien des Stadtrates. Von euch wird diese Legislaturperiode wieder viel erwartet. Es gibt viele Themen, beispielsweise Ludwigsplatz. Wie geht ihr denn jetzt auch mit dieser hohen Erwartung einerseits von den Jugendlichen, weil sie wissen, ihr habt gute Arbeit gemacht, aber auch jetzt von den politisch gewählten Vertretern im Stadtrat damit um, dass ihr jetzt nochmal liefern müsst, in Anführungszeichen? Ich würde sagen, ich spreche mal kurz die Erwartungen an. Ich glaube, die Erwartungen, klar, die liegen schon hoch, weil die Jugendlichen, die uns gewählt haben, die sehen schon in uns ein Potenzial. Die wollen auch schon, dass wir etwas verändern in Worms. Wir wollen natürlich mehr Präsenz zeigen, klar. Aber wenn die Jugendlichen uns schon gewählt haben, dann wollen sie auch bestimmt auch, dass wir etwas zeigen, etwas machen, dass wir wirklich hautnah bei den Jugendlichen sind. Weil das ist auch im Grunde auch der Grund, weshalb sie genau die Person ins Jugendparlament gewählt haben. Weil sie einfach da sehen, okay, das kann was werden. Und ich glaube, das können wir auch ganz dem ganz gerecht werden, genau. Ein Thema, wo besonders ihr gefordert seid, ist Thema Ludwigsplatz. Wie steht ihr zu diesem Thema? Also meiner Meinung nach ist der Ludwigsplatz ein Thema, wo Jugendliche klassisch missverstanden werden, wo man und wo sich auch ein Corona-Frust mitzeigt. Im Umkreis um den Ludwigsplatz leben 2.800 Jugendliche. Das sind grob 40 bis 50% aller Jugendlichen in ganz Worms. In dem Bereich leben aber auch viele sozial Schwächere. Und zu erwarten, dass sich Jugendliche in einer Pandemie, in der sie sich Zimmer teilen müssen, Homeschooling haben und Ähnliches, dass sie sich dann den ganzen Tag in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung des sozialen Wohnungsbaus aufhalten, die Anspruchshaltung ist dann doch, muss man ganz klar sagen, vermessen. Und das andere ist, wo sollen die Jugendlichen sonst hin? Sie haben im Moment keinen Raum, wo sie sich aufhalten können, sollen und dürfen. Es gibt keine Vereine, in die sie können. Es gibt keinen Fußballplatz, wo sie jetzt hingehen könnten. All das hat zu, aus Corona-Gründen. Vielleicht wird es jetzt im Laufe jetzt wieder besser. Aber dennoch ist das so ein klassischer Fall, wo Jugendliche missverstanden werden. Und da müssen wir als Jugendparlament auch ganz klar sagen, kein Jugendlicher ist ein Problem, nur weil er ein Jugendlicher ist. Kommen wir mal auf den Punkt Lösungen. Das ist ja immer wieder, was gefordert wird, auch in den letzten Jahren. Jugendtreff, ein Haus, wo sich die Jugendlichen treffen können. Kommt das? Steht ihr dazu? Oder was glaubt ihr, ist das einfach nur ein Wahlversprechen, was immer wieder gesagt wird, damit die Jugendlichen befriedigt sind? Das heißt, es kommt. Was sagt ihr dazu? Also ich sage, es ist kein Wahlversprechen. Wir versuchen da wirklich mit allen Mitteln dahinter zu stehen und versuchen diesen Jugendtreff zu ermöglichen, weil wie schon gesagt hast, es ist halt ein Treff, wo wir uns alle mal treffen können und mal einfach unser Jugendleben mal ausleben können, weil man ist nicht ganzes Leben Jugendlicher, sondern diese Zeit und man möchte sie natürlich auch auskosten. Und ich würde sagen, wir stehen da dahinter und wollen es auf jeden Fall ja weiter treiben, dass es diesen Jugendtreff auch einfach existiert, dass Jugendliche auch Spaß dran haben, sich da zu treffen zu können. Und einfach mal, mal sich auszutauschen und einfach mal Spaß zu haben. Ich glaube, es ist einfach der Punkt ist der, man muss Jugendlichen einen Raum geben, wo sie für sich sein können und wo sie sich selbst entfalten können. Es bringt nichts, immer nur mit dem Knüppel Ordnungsamt oder Polizei oder Sonstiges draufzuhauen. Was man auch mehr implementieren muss, ist, auf Jugendliche zuzugehen. Und ich glaube, das kann jeder auch einfach selbst so, man soll den Menschen so nehmen, wie er ist, ist so eine Grundregel. Und auch das sollte man über Jugendliche oder gegenüber Jugendlichen tun, dass man auf sie zugeht, mit ihnen spricht und dass man auch ganz klar macht, ich halte euch nicht für doof, nur weil ihr ein bisschen jünger seid als ich selbst, sondern man sollte offen miteinander umgehen und sagen, was ist hier das Problem und wie können wir dazu gemeinsam eine Lösung finden. Denn auch so eine Lösung kann nur gemeinsam mit den Anwohnern, mit den Jugendlichen, mit allen Beteiligten erfolgen und nicht nur so, dass der eine was macht oder unterlässt und der andere macht nichts. So kann das Ganze nicht funktionieren. Welche Themen habt ihr denn noch im Visier? Wo wollt ihr mithelfen? Wo wollt ihr die Situation verbessern, so wie es in eurer Macht steht?
Also wir haben zum Beispiel auch vier Projekte, die das alte Jugendparlament schon gestartet hat. Zum Beispiel unsere Sprayerfläche, die sich hinter der Westend-Grundschule befindet. Das war ein großer Erfolg für uns alle, weil wir quasi unsere erste legale Sprayerfläche haben. Und die wird auch schon benutzt. Ich bin auch ein paar Mal vorbeigefahren. Also gibt es wirklich viele interessante Sachen, die darauf gesprayt worden sind. Wir sehen auch einfach, wie gut es auch bei den Jugendlichen ankommt. Und wir hatten auch viele Anfragen auch von Privatpersonen, dass es auch dass es verschiedene Wände gibt, die wir bemalen können, besprayen können. Und da erkennen wir auch schon, dass die Jugendlichen Spaß dran haben und dass wir das auf jeden Fall weiter verfolgen. Des Weiteren ist ja auch das Problem mit dem Basketballplatz hinter der Westendschule, dass man gerade nicht spielen kann, was wir sehr schade finden, weil es war auch so eine Art Jugendtreff, wo sich auch die Leute getroffen haben, auf einmal ein bisschen gespielt haben, was wir halt schade finden, dass man da jetzt wieder nicht spielen kann. Aber da stehen wir auch dahinter, dass wir mit unserem Rede- und Antragsrecht da wirklich wieder ins Stadtrat gehen, ins Rathaus gehen und sagen, wir brauchen diesen Basketballplatz einfach, weil sich die Jugendlichen dort treffen. Und das sind zum Beispiel Projekte, die wir aus dem alten Jugendparlament nehmen. Des Weiteren gibt es aber auch viele Projekte, die wir auch neu starten wollen. Beispielsweise ist ja dieses Jahr die Bundestagswahl. Wir hatten letztes Jahr, Daniel und ich hatten die Kandidaten für die Landtagswahl interviewt. Und wir hatten auch überlegt, dasselbe im Zeitraum der Bundestagswahl zu machen. Natürlich auch in der ganzen Kooperation mit den anderen Jugendparlamentariern. Aber das sind zum Beispiel Ideen, die wir weiterführen wollen oder auch anfangen wollen. Was natürlich jetzt auch noch ist, durch die neuen Kandidaten gibt es neue Impulse und dadurch gibt es neue Themen. Zum Beispiel auch ein Thema unserer neuen Legislatur wird auf jeden Fall der Umwelt- und Klimaschutz sein. Es werden Themen aufkommen wie Inklusion, aber auch zum Beispiel Female Empowerment, also Unterstützung von Frauen, Stärkung von Frauen, die Ungleichheit auszugleichen. Darauf aufmerksam zu machen, aber auch Themen natürlich wie Rassismus und der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung sind für uns zentrale Punkte unserer Arbeit, denn für uns ist jeder gleich und für uns ist das ganz normal, dass jemand eine Migrationsgeschichte hat, ist für mich ganz normal. Wie können euch Leute erreichen, wenn sie sagen, ich habe ein Anliegen, kümmert euch darum? Wie kann man euch als Jugendparlament erreichen? Also es gibt viele Wege, die man uns erreichen kann. Beispielsweise über Social Media, ganz klassisch. Ich meine, Instagram etc., das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle. Und ich glaube, das ist auch ein sehr einfacher Weg, uns zu erreichen, weil man uns dann direkt anschreiben kann. Des Weiteren, viele vom Jugendparlament sind immer noch alle noch Schüler. Und wenn irgendein Problem ist, dann wird man halt auch als in der Schule angesprochen, aber auch in Vereinen etc. Und man kennt ja quasi das Gesicht jetzt des Jugendparlaments und man weiß, wer jetzt drin ist und man hat bestimmt viele Kontakte, dass man uns, wie gesagt, ansprechen kann und es geht, wie gesagt, über Mundpropaganda, aber halt auch über Social Media. Ansonsten noch ganz klassisch eine E-Mail schreiben, geht an natürlich auch. Jugendparlament@worms.de ist die E-Mail-Adresse. Darunter kann man uns auch anschreiben, wenn das sein sollte. Wir antworten auch recht schnell. Wie geht es denn jetzt mit euch weiter? Man spricht ja immer von den ominösen ersten 100 Tagen. Wie arbeitet ihr jetzt weiter? Wie laufen jetzt die Sitzungen ab? Weil Corona ist ja jetzt noch ein Hauptthema. Genau, also wie du schon gesagt hast, Corona, das schränkt uns ein bisschen ein in der Hinsicht, dass wir uns nicht 100% privat treffen können. Wir hatten die letzten Sitzungen jetzt immer digital gehabt, aber wir hatten jetzt, glaube ich, zum Beispiel nächste Woche unsere erste öffentliche, unsere Sitzung im ganzen Jugendparlament, wo wir uns dann auch treffen können, weil wir eine geschlossene Gruppe sind, um uns auch zum Beispiel da sehen zu können. Aber wenn sich die Lage eventuell verschlechtern sollte, dann weiterhin über ein Online-Modul, weil es auch ganz einfach geht. Es ist natürlich so, dass diese ersten 100 Tage sind für uns auch erstmal jetzt eine Phase von Selbstfindung und eine Sache, wie, dass wir uns als Jugendparlament auch erstmal wieder zusammenfinden müssen als Gruppe. Ja, wir kennen uns vielleicht, manche kennen mich vielleicht schon grob aus von vorher, aber dennoch sind immer noch Kandidaten dabei, die ich vorher nicht kannte oder die man vorher einfach nicht kennt. Und auch die müssen wir jetzt erst auch uns selbst kennenlernen. Und die ersten 100 Tage sind natürlich auch immer entscheidend dahingehend, in welcher Struktur und in welcher Reihenfolge gehe ich welche Projekte an, wie und wie kann ich was umsetzen, in welchem zeitlichen Rahmen. Wobei natürlich auch manche Projekte wie zum Beispiel die Bundestagswahl etwas ist, was uns vor allen Dingen von außen natürlich vorgegeben wird. Ich meine, der Wahltermin ist der 26. September und den können wir jetzt nicht einfach verschieben, das ist auch klar. Aber so, die ersten 100 Tage sind für uns sehr arbeitsintensiv, gerade nach innen. Was wünscht ihr euch denn, was die Leute sagen, nachdem eure Legislaturperiode vorbei ist? Daniel, was soll denn am Ende nach dieser Zeit übrig bleiben von der Arbeit? Ich würde mir wünschen, dass Worms danach jugendfreundlicher ist und dass dass wir dazu beitragen konnten, die Gesellschaft zu verbinden und ein Miteinander zu schaffen, dem wir alle gerne leben. Also dass Jugendliche danach
als ein großer Teil der Gesellschaft angesehen werden, den es genauso zu respektieren und zu achten gilt wie jeden anderen Teil auch. Ich bedanke mich, dass ihr beide hier wart. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich freue mich darauf, zu sehen, welche Arbeit Früchte trägt, was alles rauskommt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und natürlich auch vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und natürlich noch schenken werden, denn es geht spannend weiter hier im Programm.